Ah, warte, hier ist eine Kiste. Oh mein Gott! Du bist einfach eine Ratte! Du hast einfach die Persönlichkeit von Danja getroffen. Finde ich sehr gut. Ja, aber warum ist denn Kahn denn normal und ich nicht? Was ist denn das immer? Jedes Mal, wenn wir in so ein Spiel reingehen, bin ich immer der Dulli vom Dienst. Ja, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Roblox Obi. Und diesmal Danja, der Boss, sind wir bei der Obi von Emily. Und das ist eine Fanmade-Obi, ja, soviel ich weiß. Hat Emily auch schon gespielt. Die ist Fanmade? Glaube ich schon. Und wurde natürlich inspiriert durch Lamis Obi von Ray zum Beispiel. Aber, Emily und Lami haben die, glaube ich, auch schon gespielt. Und wir werden jetzt auch mal entkommen. Also schöne Grüße an Emily und Lami. So, und wir müssen hier natürlich entkommen. Okay. Sollen wir beide als Emily oder was? Ich bin aus Versehen dagegen gelaufen und jetzt bin ich Emily. Okay, kein Problem. Dann sind wir halt Emily und hauen vor Emily ab. Also Emily hat eine Axt und ist ein bisschen sauer. Okay. Und Lami, auch noch. Oh nein, Emily ist sauer. Wir müssen hier weg. Okay, alles klar, machen wir mal. Okay, ich bin gerade gestorben. Okay, sieht aus wie Karen, leider. Wir müssen über die Kisten springen. Okay, ich glaube, wenn man einmal stirbt, dann wird man wieder zu seinem ursprünglichen Roblox-Avatar. Ja. Aber die Obi sieht sehr schön aus. Mhm. Also, sie sieht wirklich gar nicht so... Also, was heißt gar nicht so schlecht? Sie sieht wirklich gut aus. So, ja, Lami, was sagst du? Finde den Schraubenzieher, um den Schacht zu öffnen. Du hast jetzt ein Abzeichen erhalten. Achso, okay. Ich glaube, man kann hier Emotes bekommen. Wo ist denn der Schraubenzieher dann, ja? Der ist hinter der Kiste. Ah, okay, ich sehe es. Also, hinter. Ja. So, hier ist der Schraubenzieher. Dann müssen wir hier einmal durch. Oh, ein Labyrinth. Großartig. Ich liebe ja Labyrinthe. Die geben mir immer so richtig viele gute Gefühle. Bin auch schon wieder komplett aufgeschmissen hier. Ja, also bei mir sieht es sich anders aus. Warum macht man ein Labyrinth immer so groß? Das ist doch vollkommen unnötig. Mich machen Labyrinthe richtig fertig bei Roblox, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, man verliert halt unnötig Zeit. Was, machen wir das auf Zeit oder was? Nö, das nicht, aber trotzdem. Also Emily hat es uns hier sehr schwer gemacht zu entkommen. Aber bist du sicher, dass das Spiel Fanmade ist? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, aber gut, Emily, falls du in den Kommentaren bist, schreib es doch gerne mal rein. Aber ich meine, es ist Fanmade, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Bin ich eigentlich schon weiter als du? Ich bin bei Stage 3. Ja, ich bin bei Stage 7. Dann bin Was? Du bist schon aus dem Labyrinth raus? Ja. Hä? Ich komme hier gerade irgendwie nicht weiter, das ist gerade übel. Also ich bin gerade immer noch am Anfang und komme aus diesem Labyrinth einfach nicht raus. Wo muss ich denn lang? Danach wirst du relativ schnell weiterkommen. Ja, aber ich komme noch nicht mal aus diesem Labyrinth raus. Ja, ich habe es auch nicht gerafft. Also ich kann dir jetzt nicht mal sagen, so wie, weil ich habe keinen Dunst. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, hier in dieser Ecke war ich schon 10 Mal. Ah, okay, ich bin raus. Jetzt bin ich bei den Zombies. Okay, Emily-Zombies. Auch sehr cool. Also diese Obi wurde auch von der Lami-Obi inspiriert. Oh Gott, was? Achso, das sind Treppen, die verschwinden. Okay, alles klar. Ich raste aus. Bin ich hier? Also das Spiel ist echt unerwartet schwer. Ich sterbe so oft, ne? Aber man wird relativ schnell gerespawnt, das ist ganz gut. Ja, das ist richtig gut. Aber die Tode werden da oben gezählt. Ja, die kannst du aber auch ausblenden. Wie viele Tode hast du bisher? 17. Was? Tschüss. Ich habe gerade mal 2, beziehungsweise, ja, 2 Tote. Okay, oh nein, die Tür ist abgeschlossen, lass ich hier lang, okay. Oh, ich sterbe halt gerade aber auch echt die ganze Zeit. Es ist einfach nicht mal mehr witzig, wie oft ich hier am Sterben bin. Das ist echt, also ich weiß auch nicht, was los ist, aber bin ja nur am... Oh! Ist es also langsam, macht's mich fertig. Also die Obi von Lami war 80 Mal einfacher, sag ich dir so, wie es ist. Ich bin ja einfach ein bisschen dumm heute, aber... Bei welcher Stage bist du denn? 10. Hä? Da, aber da bin ich beim ersten Mal direkt durchgekommen. Ja, keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Kahn. Ich bin da nicht beim ersten Mal direkt durchgekommen, okay? Also dafür bin ich halt direkt durchs Labyrinth gelaufen. Ja, also super schwer war das jetzt nicht, ne? Okay, hier müssen wir vorsichtig sein. Aber wie gesagt, die Obi finde ich doch ziemlich schön. Also, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, schön ist die auch. Okay, es gibt ein YouTuber-Room. Oh, guck mal hier. Sind wir da auch drin? Ich weiß nicht, also Abog ist hier. Ist das Ray? Ich glaub, das die Loser sind nicht da. Ich glaube, wir sind nicht dabei. Sad. Die Loser sind einfach not in the house. Naja, okay. Oh, warte. Es gibt aber hier ein... Hä, was ist das denn? Hä, ich bin in so einem geheimen Raum. Ist auch im YouTuber-Raum. Ist jetzt auch im YouTuber-Raum. Ne, ich habe hier so einen Hammer gefunden. Ich weiß nicht, ob ich hier in einem geheimen Raum bin oder diesen Hammer noch brauche. Hier ist irgendwie ein Speedrun. Ja, genau. Okay, und dann stirbt man. Ah, warte. Hier ist eine Kiste. Oh mein Gott. Danja, wir haben einfach... Guck dir mal...
eine Ratte! Was, ich bin eine Ratte? Ich bin doch keine Ratte. Komm mal hier rein. Also du bist eine komm Maus, da nicht okay. Rein. Dann jetzt chill. Ich komm hier nicht rein. Entspann dich. Ich komm da nicht rein. Geh mal zur Seite, danke. Oh, wir haben einen Special-Platz. Vielen Dank. Wie geil ist das denn bitte? Warum bin ich jetzt bitte eine Ratte und du stehst so normal hier rum? Also ich glaube, da hat jemand, ja, also... Du hast einfach die Persönlichkeit von Danja getroffen, finde ich sehr gut. Ich bin doch keine Ratte. Also das ist mein chinesisches Sternzeichen, okay? Also ich meine an dem Punkt da, ja, okay, aber... Guck mal, du hast sogar diese Gucci-Sonnenbrille. Ja, aber warum ist denn Kana normal und ich nicht? Was ist denn das immer jedes also Mal, wenn wir schon in so ein sagen, Spiel reingehen, also bin cool, ich immer weil, der Dulli vom Dienst? Weil guck mal, von allen anderen, also Abok hat seine Mütze, ich glaube, ist das hier Vitamine, glaube ich auch, mit seinem Partyhut, dann das T-Shirt von Ray. Und ja. Ich bin der Einzige, der jetzt in diesem Raum halt komplett da ist, als ganz normaler Roblox-Avatar. Und du bist, ja gut, du hast auch einen normalen Roblox-Avatar. Was ist denn das aber schon wieder? Warum ist das so? Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Aber wir müssen hier links lang. Diesen Hammer holen. Links lang. Ach so. Ah, okay, wir brauchen diesen. Ah, okay, da brauchen wir jetzt diesen Hammer. Den müssen wir halt. Ich komme nicht. Hier holen. Aus diesem Speedrun. Ich fasse es einfach schon wieder nicht. Ich kann es einfach. Also, diese Obi ist einfach jetzt 20 Mal besser geworden. Warum kann ich mal jemand eine Obi bauen und mich darstellen wie die coolste Socke auf dieser Erde? Hey, du hast doch deine eigene Obi. Ja, aber. Das habe ich ja so in Auftrag gegeben mit, weißt du, da war ich ja dran beteiligt. Aber wenn Leute das machen, ohne dass ich da dran beteiligt bin, dann bin ich immer der Dulli vom Dienst. Ja, das stimmt wohl. Okay, ich verstehe das nicht. Ich habe aber, glaube ich, Emily gefunden, die steht hier so rum und hier ist so eine kleine Kiste. Bin ich jetzt aus der Map gefallen oder so? Hä? Also ich stehe hier zumindest irgendwo unter der Map. Okay. Warst du auch schon irgendwo unter der Map? Nö, bisher noch nicht. Okay, gut, dann bin ich höchstwahrscheinlich hier falsch gelandet. Ja, das kann sein. Ach was? Ach Mann! Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Okay, das geht eigentlich. Vielleicht kann ja mal jemand irgendwie eine Obi machen, wo dann halt so steht, so, ja. Danja ist die coolste. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, ich reite also, ich sag mal, ich sag mal so, Danja, also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, dich als Ratte da zu finden oder als Maus. Also es soll, glaube ich, eine Maus sein. Aber sagen mal, es ist eine Ratte. Ja, guck mal, das Ding ist, ich liebe ja Tiere. Deshalb, von daher ist es ja, ich so weiß, okay. Dass das für dich nicht schlimm ist. Aber ich verstehe es nicht. Also schon alleine, dass ich überhaupt in einem Spiel bin, ist halt schon ganz geil. Ja, das reicht auch schon, genau. Aber warum kann ich nicht auch so normal neben dir stehen, weißt du? Das meine ich. Oder einfach nur warum? So ein Accessoire von dir. Ja, warum bin ich direkt... Vielleicht hat sich die Person aber auch gedacht, nee, sie ist eine süße Mausi, sie steht da ja, als süße Mausi. Kann doch auch sein, ja. Ja, 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 mit Sicherheit ist es genau das gewesen. Versuch dir das nur einzureden, finde ich gut. Naja, irgendwie muss man ja damit klarkommen, wa? Ja, du kommst ja gerade damit nicht so klar. Ja, aber weißt du warum? Weil in dem ersten Spiel von Ray, was wir gespielt haben, diesem YouTuber Hide and Seek, ne? Da bin ich wie so ein Horse einfach direkt am Anfang durchs Bild gesprintet. Ja, also dich erwischt es schon in den Spielen immer so ein bisschen, ne? Ja, voll! Und ich weiß nicht warum, was haben denn die Leute gegen mich? Bin ich eigentlich so secretly so ein Meme, dass Leute mich eigentlich hassen? Auch Daniel, jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ja, aber ich muss es jetzt mal hier evaluieren. Warum bin ich hier eine Ratte? Wenn das nicht ist, weil ich eine süße Mausi bin, dann fange ich ja zu heulen. Dann fange ich echt da zu heulen. Ich bin ja einfach wirklich so ein geheimes Meme. Ah, okay. Hier ist der. Also nicht. Hier ist, glaube ich, der Macher vom Spiel. Das ist der Yannick. Ja, Yannick. Mhm. So, erzähl mal, Yannick. Okay, ich glaube, hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ein bisschen creepy. Hey! Achso, ich muss in diese Richtung. Okay, kann ich auch Lami sein? Oh, ich bin Lami! Bist aber hier in der Emily-Obi. Warum willst du da Lami sein? Also, ich kann auch Lami sein. Kommt man denn jetzt hier hoch? Achso, okay, es geht ja doch. Okay, jetzt bin ich wieder Khan. Achso, okay. man kann darüber zu... Okay, gut. Wir sind noch nicht am Ende. Okay, das ist schon mies schwer. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Nö, ich habe es noch nicht geschafft. Also, wie gesagt, die Obi ist ziemlich cool. Ist sie? Okay, jetzt muss ich... Hier sind Eiszombies. Das ist schon deutlich... Also, es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann hier auch nicht springen. Okay, jetzt, okay, Yannick, ich glaube, du redest doch nicht, Ich muss mal sagen, Props an Yannick dafür, dass man sich hier so schnell respawnt, das ist Ehre. Ja, das ist bei Obi schon ziemlich wichtig. Ja, vor allem, wenn man so oft stirbt wie ich.
Wie viele Tode hast du denn eigentlich schon? Kahn, ich will darüber nicht sprechen. Sag doch einfach. Ich habe 23. Nein. Mann, die Ratte will dich, ich will es nicht sagen, okay? Die Ratte will auch überhaupt nicht nachgucken. Oh, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Die Ratte, ey. Also mit so einer Überraschung heute habe ich nicht gerechnet. Mann, es ist 10.57 Uhr morgens, vor meiner Aufstehzeit. Direkt so ein Banger hier. Okay, Emily verfolgt mich als Geist. Hallo? Ich brauche eine Schaufel. Hallo? Okay, Schaufel gefunden. Okay, und Emily verfolgt mich mit so einem Torhammer. Huch, hier ist die... Emily ist hier einfach so Asphalt-Emily? Ja, genau. Was ist denn da passiert? Okay, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich mich fallen lassen? Achso, okay. Ich kann mich richtig fallen lassen. Ich glaube nochmal hier. Wie komme ich denn hier durch Asphalt-Emily? Okay, jetzt bin ich auch durch die Map gefallen. Muss ich mich dann respawnen? Ja. Okay, das funktioniert ja sehr gut. Hä? Also wirklich, das funktioniert richtig gut. Wie schaffe ich es denn durch Asphalt, Emily, durch? Ja, brauchst du ein bisschen Glück. Also hier lang kann ich nicht. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Das war jetzt ziemlich knapp. Okay, keine Ahnung, wie ich hier durchgekommen bin. Ich komme hier nicht durch, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Also ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin. Ich glaube, das sollte ich auch nicht, aber ich habe es irgendwie geschafft. Also ich muss schon sagen, die OB ist wirklich sehr, sehr gut, Danja. Ja, aber ich komme nicht weiter. Bei welcher Stage bist du denn? Bei Asphalt, Emily. Ach so, okay. Ja, ja, brauchst halt ein bisschen Glück. Musst immer mal wieder springen und schauen, wo der Kopf immer rauskommt. Okay, wenn du getrollt wirst, dann kannst du jetzt skippen. Junge, das ist doch nicht zu fassen. Okay. Ich habe 67 Tode, Kahn. 68. Ist der Code vielleicht Lami? Vielleicht ist der Code auch Erdbeere. Vier Buchstaben. Ich glaube, ich muss den Code hier finden. Ist der hier auf der Map verteilt? Also muss ich jetzt noch nach Secrets suchen? Das ist ja cool. Wie schwierig ist denn bitte dieser Obi? Ich komm einfach nicht klar, Alter. Hä? Ist das jetzt hier... Was ist denn das jetzt hier? Ist das jetzt hier... Ich kann hier doch gar nicht springen. Ich komme doch gar nicht drüber. Alter, ich komme nicht klar auf dieses Leben. Ich kann das alles nicht mehr. Ich gehe mal hier rüber, was hier so ist. C ist der zweite Buchstabe auf jeden Fall. Das schreibe ich mir jetzt auf. So, ich möchte das jetzt lösen, weil ich bin kein Noob, okay? Also C ist der zweite Buchstabe. Okay, er sagt auch, finde den Code. Okay, dann habe ich hier B5. Okay, was heißt das, B5? Es hat gut angefangen für mich und Karen. Also diese OB schwach ist wirklich... angefangen also und dann stark nachgelassen. Wirklich gut, weil sie halt wirklich herausfordernd ist. Ja. Und das macht halt Spaß. Jetzt gibt es hier auch so ein Rätsel. Das könnten wir vielleicht bei uns in der OB auch mal updaten. D4. Drück doch einfach viermal auf D. Ja, aber das reicht nicht. Also, wir haben hier vier Buchstaben, die wir eingeben müssen. Aber es geht bis fünf. Und dann haben wir hier noch diesen Zahlencode und so. Ich glaube, ich muss skippen. Also, ich glaube, ich bin Noob. Leute, vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ich den Code hier knacken kann. Vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal noch bis dahin. Ich verstehe es gerade nicht. Also, ich verstehe nicht, wie man den Code knacken kann. Ja, verstehe ich auch nicht. Was mache ich denn, wenn mich hier der Geist verfolgt? Wo muss ich denn dann hin? Bei C ist es... Kahn! Kahn! Kahn? Was? Wo muss ich denn hin, wenn mich der Geist verfolgt? Du musst hinter die Kisten und da eine Schaufel finden und dann in die Mitte. Die Schaufel ist links hinter den Kisten. Also ich will jetzt noch einen Buchstaben finden. Ich muss noch das A finden, dann versuche ich den Code mal zu knacken. Ich muss skippen. Alter, dieser Obi ist echt übel schwer. Kann ich jetzt durch? Hä, warum kann ich da jetzt nicht durch? Aber jetzt kann ich noch nicht mal skippen, oder was? Also weiter als Stage 31 komme ich jetzt nicht. Oh, warte. Ah, hier ist, warte. A9. Okay, vielleicht ist das jetzt der Code. Ich muss mal gucken. 9. B ist 5. C ist 2. D ist 4. Okay, es hat geklappt. Okay, alles klar. Jetzt habe ich verstanden. Okay, man muss das hier... Mann, beim Zahlenfeld muss ich das eingeben. Ich habe den Code geknackt. Ich habe zwar ein bisschen lange gebraucht, aber es hat geklappt. Ihr merkt, ich bin voll motiviert. Was war denn jetzt der Code? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich bin da. Okay, der Code ist, du musst vorne zu diesem Zahlenfeld, zu diesem Pult und musst folgende Kombination eingeben. 9. 5. Ja. 2. 4. Und dann auf Senden. Okay. Hat geklappt, ne? Ja. Genau. Also die Codes waren sozusagen
auf dieser Stage verteilt einfach. Mhm. Aber sehr, sehr cool auch, muss ich sagen. Okay. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Obi, muss ich sagen. Also, Kompliment. Och, ich will hier nicht die ganze Zeit runterplimsen. Okay, jetzt ist hier Salami. Salami. Mhm. Vielleicht sind wir danach auch durch. Ich weiß es gar nicht. Bist du auch hier? Nein. Noch nicht. Okay. Ich bin hier gerade noch an den Steindingern. Pause? Wie Pause? Was? Okay, wir müssen ja hier runterrutschen. Sind wir erst bei der Hälfte oder was? Ja, anscheinend. Nein, das kann nicht sein. Okay, ich bin wieder aus der Map gefallen. Ich möchte mich nicht hinsetzen. Ach so, dafür ist die Pause gemeint. Okay. Ich glaube, es gibt danach noch einen Speedrun. Also danach ist auf jeden Fall die Obi noch nicht zu Ende. Ich werde einfach nie auf die Obi. Ey, jetzt falle ich hier die ganze Zeit runter, Mann. Ey, wir sind schon 25 Minuten bei dieser Obi und die ist immer noch nicht zu Ende. Wahnsinn. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da bist du wohl recht lang beschäftigt, ja. Aber ist okay. Okay, so. Wir sind noch nicht fertig. Ist aber schön. Schön, 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 schön. Okay, kommt Lava bis hier oben? Ich glaube nicht. Okay, was kommt jetzt? Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, ja. Nö, ist nicht klar. Bei welcher Stage bist du dann, ja? 34. Oh, sehr gut. Also ich bin bei 38. Oh, guck mal, man kann auch Zipline fahren. Schön. Okay, Lami, alles klar. Ich habe dein Gesicht nicht gesehen, sorry. Okay, jetzt müssen wir hier einmal durch dieses Feld. Also ich bin jetzt hier bei der Salami. Okay. Okay. Okay, ich schnapp mir ein Auto. Ja, kann ich auch fahren? Warum dauert das denn jetzt so lange? Muss ich jetzt auf F drücken so lange? Oh, das dauert jetzt aber. Warum geht denn das nicht? Hör mal, ich spring doch hier schon über die Dinger drüber. Okay, ich kann nicht fahren, warum auch immer. Das ist doch nicht zu fassen. Junge! Muss ich hier zu Fuß oder was? Okay, ich gehe jetzt hier zu Fuß lang und dann gibt's hier auch ein Ziel. Okay, ich glaube, ich muss zu dieser Steinwand da, zu diesem Fels. Ja, scheint so. Okay. Also mit den Autos, das klappt auf jeden Fall nicht. Also bei mir hat es nicht geklappt, ich konnte damit nicht fahren. Emily, alles okay? Okay, wir sind immer noch nicht fertig. Stage 41 und es läuft noch. Sehr gut. Also ihr sollt... Okay, jetzt gibt es einen Speedrun, aber in welche Richtung muss ich denn? Ich muss hier lang. Okay, wir laufen durch eine Stadt. Sehr gut. Ist das Emily-Stadt? Okay, ich kann mit dem Auto aber irgendwie auch nicht fahren. Ich kann es anschieben. Aber es will immer wieder zurückfahren. Huch. Ja, also okay. Zu Fuß kannst du auch. Hä, was war das denn? Achso, hier ist immer noch ein Speedrun. Wie viele Kills hast du bisher? Sofort oder gleich. Oder Deaths, nicht Kills. Gleich. Okay, jetzt bin ich bei Lami. Ich glaube, die Obi ist hier zu Ende. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, wir haben es geschafft. Okay, und jetzt auch gerade ist die Kamera bei mir ausgegangen. Ja, bei welcher Stage bist du? 45 und ich habe 38 Tode und ich habe 31 Minuten gebraucht für diese Obi. Also ein bisschen lange. Aber sehr, sehr schöne Obi, muss ich sagen. Wirklich klasse Obi. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich Respekt dafür und Kompliment. Zockt sie auf jeden Fall. Ich habe sie unten verlinkt. Eine sehr, sehr schöne Obi. Emily? Kann einfach. Lami? Schöne Obi. Und natürlich Yannick. Ne? Der hat sie ja anscheinend gemacht. Wirklich sehr, sehr schön. Bei welcher Stage bist du? 40. Willst du noch zu Ende machen oder? Ja, ich würde schon auch gerne noch hier durch, ja, nachdem gut. Ich mich jetzt hier gequält habe. Dann machen wir das einmal bei Danja im Schnelldurchlauf. Let's go. Okay, Leute, Danja ist jetzt gleich am Ende, hoffentlich. Und die Obi, wie gesagt, war sehr, sehr gut. Da ist sie. Hier einmal den Checkpoint mitnehmen und dann hast du es geschafft. Leute, das war die Emily Obi, wirklich. Also 10 von 10. Ja. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, war auch eine wirklich lange Obi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö, und schaut bei Emily und Lami vorbei auf jeden Fall. Und bei der Obi. Tschö. Tschö.